Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Woche ging es ja ein bisschen drunter und drüber, es sind ja, wie ihr wisst, keine Folgen erschienen. Grund dafür war, dass ich es nicht geschafft habe, die Folgen, die ich aufgenommen hatte, mehr zu schneiden und zu rendern. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich es schaffe, aber es hat leider doch nicht geklappt. Deswegen wird es diese Woche, wie ihr schon gemerkt habt, wahrscheinlich gemerkt habt, Aufnahmen von drei verschiedenen Aufnahmesessions geben. Eine Folge von der Aufnahmesession von vor 2 Wochen, weil ich ja an dem Samstag es nicht mehr geschafft habe, eine Folge hochzuladen. Quasi ist das dann die Folge von dem Sonntag. Dann die drei Folgen, die ich im Voraus für die letzte Woche noch aufgenommen hatte. Und die 3 Folgen, die ich jetzt noch aufnehmen werde, um die Woche ein bisschen zu vervollständigen wieder. Ja. Ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber ich denke, passiert halt, ne? Ich kann halt auch nicht mehr machen, als zu probieren zu machen. Und letzte Woche war es dann wirklich so, dass ich so fertig war, dass ich eingeschlafen bin und da war es halt vorbei. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ist halt so. Es ist ein Hobby, muss man klar dazu sagen. Und von daher, man muss es jetzt, wenn es bloß ein Hobby ist, sage ich jetzt mal, man muss es natürlich ernst nehmen. Aber man muss es jetzt nie als Muss ansehen, weil es bringt ja nichts, wenn ich dann mich dazu zwinge und dann aber am Ende irgendwie die nächsten Wochen ausfallen, weil ich irgendwie krank geworden bin, wegen zu wenig Schlaf und so weiter, ne? Deswegen habe ich mir einfach gesagt, der Schlaf geht in diesem Fall vor und wegen einer Woche geht's weiter. Ich habe da meine Zuschauer... Weil ist ja so, die Zuschauerspanne ist jetzt momentan sonst so nie so groß. Ich glaube, ein Klick pro Tag und davon sind es meistens bloß die ersten paar Sekunden, die geguckt werden. Von daher ist es jetzt auch nie so schlimm. Ja, in der letzten Folge haben wir die Gildenmission so ein paar absolviert. 10 brauchen wir, eine fehlt uns noch. Zu diesen 10 für die nächste Trophäe und das waren Taschendiebstähle. 250 Florin. Fangen wir mal hier an, die sehen nämlich ganz reich aus und da haben wir einen Jackpot gehabt. Die sehen nimmer ganz so reich. Oh doch. Ja, hier läuft irgendwo ein Taschendieb rum, habe ich so das Gefühl. Oh. Oh, hey. Die geben mir gut Geld hier. Hätte ich so gar nicht gedacht, muss ich sagen. Wenn ich mir die Gegend so anschaue. Haben sie es gemerkt? Oh. Gehen wir einfach mal weiter. Ach, von denen kann man nichts klauen? Okay, weil die sitzen. Wir müssten ja, wenn wir das Geld dann haben, eine Nachricht bekommen, dass wir die Mission absolviert haben. Dürfte eigentlich auch gar nicht mal so lange dauern. Oh. Mal hier können wir ein bisschen was klauen. Und Taschendiebstahl beendet. Und damit haben wir die Trophäe. Kleinen Moment, jetzt muss ich auch wieder auf meinen Zettel schauen. Die Trophäe auf den Putzhauen freigeschaltet. Wir haben 10 Gildenmissionen. Ja, damit können wir weitergehen zur nächsten Trophäe. Dazu müssen wir in die Kaserne von, jetzt habe ich den Namen, Bartolomeo. Ha, ich erinnere mich. In die Kaserne von Bartolomeo gehen. Das müsste hier so sein. Gehe ich jetzt mal von aus oder hier. Ich tippe jetzt mal auf hier. Oder? Hier, nee. Also es muss irgendwo sein, wo so ein Dings hier, so ein Auftragsattentatsdings.
Schade, dass der See hier nicht eingezeichnet ist. Ich tippe jetzt mal auf das hier. Hier ist das komische Dorf, würde ich jetzt mal so sagen. Ist das hier rekrutieren? Oder? Ja. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Taubenschlag. Auftragsattentat. Was haben wir hier? Ein Tunneleingang? Oh, ein Tunneleingang war das eigentlich nie. Ah, was soll's. Wir haben ja nichts zu verlieren. Irgendwo in der Richtung ist es eh. So, nach wie vor müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir vielleicht jemanden finden, der uns einen Besen geben will. Leihen will mal. Das wäre nämlich ganz nützlich. Ich habe aber allerdings das Gefühl, dass das irgendwie momentan noch nie so möglich ist. Dass das dann ab einer gewissen Sequenz erst häufiger auftritt, dass die Leute hier putzen. Habe ich auch oft gelesen im Internet, dass viele Leute gesagt haben, ja, erst als ich das Spiel oder kurz vor Ende sind dann die Leute mit dem Besen rumgerannt und haben geputzt oder gefegt. Von daher, ja, lass mal es ruhig angehen und gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Kritisch wird's, wenn wir bis zur letzten Mission keinen Besen gefunden haben, weil ich will das Spiel, habe ich ja schon mal gesagt, gerne mit der letzten Mission beenden, beziehungsweise das Let's Play mit der letzten Mission beenden, weil dann nachher ja der Abspann kommt und ich finde, das ist einfach ein perfektes Ende. Andererseits könnte ich da auch ein bisschen mogeln. Ah ja, muss ja nicht sein, nee. Bin schon dann richtig. Gut, das war, ich habe mir den richtigen Standort markiert, sehe ich gerade. Hier vorne ist der See. Also der Aussichtsturm am See. Ist das da? Genau, das ist die Kaserne. Also wir kommen an unser Ziel, wie wir es gewollt haben. Dort müssen wir dann, falls ihr euch erinnert, Bartolomeo hatte ja gesagt, dass man in der Kaserne dem Bürger helfen. Ach so, hier ist noch Rekrut. Und dem helfen wir noch, klar. Komm her. So. Liberation of Roma has begun. I thought I was dead there. Thank you. But the Borgia will still be the death of me. Unless you know how to fight back. Ich weiß das und du wirst das lernen, mein Freund. Haben wir uns verstanden? Okay, hier nie runter. Um Gottes Willen. So. Aha, noch suchen sie uns nie, obwohl wir eigentlich schon relativ grenzwertig sind, sage ich mal so jetzt. Gut. Ja, wo war ich stehen geblieben? Falls ihr euch noch erinnern könnt, in Bartolomeos Kaserne kann man ja wetten und kämpfen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Deswegen gehen wir mal rein. Mit ihr wollen wir nie reden. Wir wollen hin und da. Genau, mit ihm wollen wir reden, mit dem guten Bartolomeo. Seine Arena. Nothing like a fight to get the blood flowing. Mhm. Okay. 5 Söldner, erstmal 1 Söldner. Die höchste Wette bei Kämpfen gewinnen. Warte mal, was ist denn hier die höchste? Das ist so das hier. Naja, wetten wir mal 1 Florin. Mhm.
gar nicht so einfach. Gerade so geschafft. Den Kampf in weniger als 10 Sekunden gewonnen. Ein schwierigerer Kampf wird freigeschaltet. Preisgeld 50 und 52 Hammer. Okay. Zwei Söldner. Hä, kann ich nie kontern? Doch. Aha, die wollen aber nicht. Na gut, machen wir den hier. Ah, das wird nichts, okay. Wiederholen. Einfach schlagen die ganze Zeit. Immer drauf, genau jetzt. Gut. Hammer. Gerade so geschafft. So. Das wird schwer. Für uns. Müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Oder ich muss mich besser gesagt ein bisschen anstrengen. Machen wir den hier wieder. Aha, gut. Haben wir geschafft. Ich muss den Intritt verpassen. Das ist, glaube ich, hier so ein bisschen das Geheimnis. Intritt und dann so ziemlich schnell drücken. Naja, wir finden es noch heraus. Oder ich finde es noch heraus. Vier. Komm. Ach, gerade so. Oder? Haben wir noch geschafft? Gerade so. Gut. Haben wir den auch geschafft? Und einer ist noch. Die 5 Söldner in 40 Sekunden. Okay. Schaffen wir auch noch. So. Ah. Da gibt es irgendwie eine Kombo, die man triggern kann. Mit dem Treten und dann Schlagen. Und wir haben es geschafft. Und damit haben wir die Trophäe... Entschuldigung, jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Die Trophäe ohne Samthandschuhe bekommen. Okay, machen wir neu. Und das war die höchste eigentlich. Genau, haben wir alle geschafft. Sehr gut. Danke, Bartolomeo. Ja, da würde ich jetzt sagen, machen wir hier an dieser Stelle auch eine Folgenpause mit den geschafften Trophäen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ezio Auditor. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin.